neben mir ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Ja, heute geht es um das gute Laune-Ferien-Thema toxische Freundschaft. Mal wieder eine krasse Zuschauermail. Kannst du auch solche Mails schreiben über ein Formular auf liebeschipp.de. Und ich bin in Essen im Ruhrgebiet am 15. Oktober. Ich packe den Links zu den Tickets hier nochmal drunter mit Lesungen aus meinen Büchern und ein bisschen Vortrag. Eure Fragen beantworten, ein bisschen Spaß haben zusammen im Unperfekt-Haus. Und ja, würde mich freuen, wenn du da in der Gegend von uns, wenn du auch vorbeikommst, wahrscheinlich die letzte Lesung dieses Jahr, vermute ich mal. Und im Ruhrgebiet war ich auch lange nicht mehr. Ja, und Tickets sind begrenzt und sind auch schon. Ja, wird, glaube ich, die größte Lesung, die wir je hatten. Da kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Gut. Genau, dann gehen wir mal in die E-Mail, würde ich sagen. Ne? So, von einer Zuschauerin. Lieber Christian, ich bin Anfang 30, weiblich, verfolge deinen Kanal schon seit längerem und lerne immer was Neues dazu. Ich habe noch nicht alle deine wertvollen Videos durchforstet, doch mich würde deine Meinung zu meinem Anliegen sehr interessieren. Ich habe mich 2020 von meinem Ex getrennt, da wir keine gesunde Beziehung führten. Er war illoyal, unehrlich, untreu und dennoch war ich die Böse in unserer Beziehung. Ja, kennen ja viele hier. Nach etlichen Heiß-Kalt-Phasen seinerseits habe ich doch endlich den Absprung von ihm geschafft und ihn überall blockiert. Und sogar meine Nummer gewechselt, da er Nein von mir partout nicht akzeptieren wollte. Ja gut, ich meine, es jetzt geht gleich um deine Freundin, aber das ist ja mal so, wenn die Beziehungen scheiße laufen, läuft die Trennung auch scheiße. Wird genauso wenig akzeptiert wie vorher. Wenn, dann beendet er den Kontakt nicht richtig. Ja, good for you, dass du dir deine Kraft, deine Macht zurückgeholt hast. Nun ja, seit der Trennung, die mir mehr als gut tat, gehe ich mit offenen Augen durchs Leben. So erkenne ich mittlerweile sogar Parallelen zwischen meiner Ex-Beziehung und einigen Freundschaften, die ich jedoch nicht loslassen kann. Das ist der typische Liebeschiff-Weg über Beziehungen, Freunde analysieren, Familie, also in Anführungsstrichen analysieren, einfach unter Liebeschiff-Gesichtspunkten oder Beziehungsschiff-Gesichtspunkten. Guter Einstieg ist da immer Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschiffs, mein meistverkaufter Kurs, auch was Freunde angeht, Familie und so weiter auf liebeschiff.de. So erkenne ich mittlerweile, ach, das hatten wir schon, seit der Trennung von meinem Ex bin ich wie ein Wächter und stets auf der Hut, um mich wieder manipuliert, missbraucht oder verletzt zu werden. Ja, jetzt werden wir uns gleich wundern, warum deine Freundin da noch durchs Raster fällt. Aber das ist ja das Verrückte. Solange man das nicht sieht, sieht man es nicht. Ne? Und das ist der Weg raus aus Pluspoligkeit, Co-Abhängigkeit. Zu sehen, dass man einfach scheiße behandelt wird. Und ja, da auch nicht viel Energie reinzugeben, sondern einfach seine Konsequenzen rauszuziehen. Und die Menschen entsprechend zu meiden, wenn man mit dem kein Reden ist irgendwie. Und das gilt für Liebespartner, Freunde, also letztlich auch Arbeit, das gilt eigentlich für die ganze Welt, ne? So, ne? Das ist eigentlich, wenn man das mal einmal verstanden hat, das ist wirklich wie so ein geschlossenes System, dass man sieht, okay, es gilt eigentlich überall. Selbst das, was du in dich reinlässt an Nachrichten, Energien aus der Welt, das ist eigentlich immer das Gleiche, ne? So, auch meine beste Freundin sehe ich nur mit anderen Augen. Also, wenn es die beste Freundin ist, immer scheiße, wenn man da merkt, ist ja der gleiche Scheiß, womöglich, vielleicht im anderen Ausmaß, aber naja. So stelle ich fest, dass sie ständig meine Grenzen überschreitet. Ist ja schon mal nett. Egal, was ich über mein Leben erzähle, sie findet stets das Haar in der Suppe und muss mir zu allem ihre ungefragte Meinung kundtun. Gut, ja, ich habe ja neulich ein Video gemacht über Mansplaining, aber schon gesagt, es gibt natürlich auch Womansplaining, haben wir ja vielleicht. Ich hasse das, ey, wenn Leute immer alles besser, ich hasse es wie die Pest, wenn Leute immer alles besser wissen, haben die Welt erklären wollen, ungefragt Ratschläge geben. Oh, ist furchtbar.
Auch kritisiert sie mich erstaunlich oft. Ich kleide mich zu weiblich. So geil, dieses Kind. Make-up, Kleider, hohe Schuhe etc. Ja, wird womöglich ein Thema mit ihrer Polarität. Vielleicht ist sie auch nicht erfolgreich bei Männern damit, wissen wir nicht. Und vielleicht da neidisch auf dich, könnte gut sein. Aber es ist not her fucking business, wie du rumläufst. Und wenn du dir 5 Lagen Lippenstift drauf machst, irgendwie, und Straps anziehst und ich weiß nicht was, das geht sie nichts an. So, ne? Was für eine Agenda hat sie? Jeder hat ja so seine eigenen Agenda, was wir, glaube ich, immer, was nicht so ist, dass Menschen das so jetzt will ich mal bewusst meine Freundin fertig machen. Nein, die hat so ihre Triggerpunkte, fühlt sich vielleicht selber nicht schön oder ich weiß es nicht und hackt dann auf dir rum, so, ne? Oder was weiß ich, wo ihr da eine Laus über die Leber gelaufen ist. Aber du kriegst es ab, weil wahrscheinlich du in ihrem Leben ja geeignet dafür bist, weil du vielleicht nicht genug Grenzen setzt, ne? Aber darum geht ja auch die ganze Mail. Also, ziehst gegen Make-up, kleine hohe Schuhe. Ich bin zu lieb, naiv und freundlich, bin zu vergesslich, durcheinander. Ja, zu lieb, könnte wahrscheinlich stimmen. So. natürlich ist Kritik wichtig, sogar wertvoll in Freundschaften, doch ich kritisiere sie so gut wie nie, obwohl es Gründe dafür gäbe. Ja, es hast du, ich meine, das wird sich hier gleich noch aufpacken, wie ein grüßen Riesenhaufen Elefantenscheiße so, aber jetzt könntest du an diesem Punkt, könntest du jetzt von der Energetik her, vom Universum, könntest du sagen, okay, entweder ich sorge dafür, dass sie mich weniger kritisiert oder ich gleiche es aus, offensichtlich ist da irgendwas nicht ausgeglichen von den Energien, oder ich nehme mir auch die Freiheit raus, sie zu kritisieren, zum Beispiel für das, was sie da macht. Ne? Das muss ja eine Freundschaft aushalten, so, ne? Eigentlich. So, auch habe ich das Gefühl, dass sie oft nur tut, dass sie das nur tut, um sich aufzuwerten, da sie erstaunlich oft erwähnt, wie hochintelligent sie ist. Oh. Das liebe ich immer besonders. Und Leute, so, ich meine, manche sind hochintelligent, aber mal ehrlich, was ist die Definition? Ich glaube, IQ über 130, 2 Standardabweichungen, das heißt, betrifft 4% der Menschen, da ja, kann man sich ausmalen, wie oft das passiert. Genau, meistens meinen die auch, sie hätten IQ von 199 und also es ist, ich meine, es gibt so Leute, aber ich finde, wenn man wirklich intelligent ist, dann sollte man wissen, dass man das Menschen nicht so vom Kopf ballert und aufschneidet, ne? Das ist wie, ja, ich habe den größten Porsche, ich habe den weiß ich nicht, die geilste Yacht, die geilste dies, ich bin super, hyperintelligent, hypersensibel, ja, warum? Warum muss man das, kann man doch für sich selber dran freuen und fertig, warum muss man das anderen so aufbinden, vor allen Dingen mit dem Subtext, du bist es nicht, ich bin besser als du, also offensichtlich hat sie irgendein Thema mit dir, ne? Das ist schon krass, also sie hatte, wie hochintelligent sie doch ist, sie hatte noch nie einen IQ-Test. Doch, vielleicht eine in der Bildzeitung oder so. Wie hochbegabt ihr Sohn sei. Oh, Mann, oh. Ich habe ja früher auch Kinder getestet und wie oft Eltern meinen, dass ihre Kinder hochbegabt sind, nur weil sie alle möglichen Probleme in der Schule haben, was normal ist. Kinder haben Probleme in der Schule. Das heißt zwar nicht automatisch, dass man hochintelligent ist. Und was weiß ich, gesagt, dann haben sie oft noch einen Intelligenztest irgendwie im Internet gemacht, die ja auch immer sehr freundlich sind. Und ich kann euch sagen, ich habe ja auch einen hier, die echten Intelligenztests, die sind super hart. Also da ein hohes Ergebnis zu haben, ist richtig hart. Echt. Aber wir haben ja wieder, wie heißt das? Heißt das ein Dunning-Krüger-Effekt? Die Leute werden ja, also sie wurden ja bis zum gewissen Alter wurden die, nicht Alter, zu einer gewissen Jahreszahl wurden die Menschen ja immer schlauer und jetzt werden sie schon mal wieder dümmer. Ey. Kann man sich mal überlegen, woran das liegt. Naja, ist wie es ist. Sein IQ-Test ergab kein Ergebnis, was für sie aber ein Beweis seiner immensen Intelligenz ist. Ja, was, welcher, also ich weiß nicht, das, wo messen die Leute ihre Intelligenz? Wenn du einen Intelligenztest machst, einen richtigen psychologischen, natürlich liefert der ein Ergebnis. So, und wenn du
weiß ich nicht, Subtests nicht machst oder die nicht auswertbar sind, dann fließt das eben negativ ins Ergebnis ein. Also das gibt es normalerweise, gibt es nicht, das ist keine Ergebnisse. Also diese ganze Unwissen und Halbwissen im Bereich Psychologie, das macht mich immer völlig fertig. Echt. Sie weiß alles besser, kann alles besser, muss mich ständig verbessern und korrigieren. Ja, jetzt aber mal ehrlich, was ist das für eine Freundin? So, was ist denn das Positive? Was, das ist nur negativ hier. Was ist das Positive? Und was willst du mit der, ne? Auch bei Diskussionen muss ich ständig meine Meinung untergraben. Ich habe das Gefühl, dass sie ein Ego-Problem hat und vielleicht ständig den Vergleich zu mir sucht. Ja, ist auch meine Meinung. Was Schwachsinn ist, da wir so unterschiedlich sind. Ja, aber wenn sie aus irgendwelchen Gründen neidisch auf dich ist, gibt es immer irgendwas, was man meckern kann, ne? So sagte sie immer, also offensichtlich ist sie nicht sehr zufrieden mit ihrem Leben, dass sie Zeichnen absolut nicht mag. Ich zeichne jedoch sehr gerne und habe auch einen Kurs belegt und einige meiner Werke auch zur Schau gestellt, wofür sie mich stark kritisiert hat, da ich nur noch Anerkennung suchen würde. Ja, jeder Mensch sucht nach Anerkennung. Hallo, es ist nur die Frage, mache ich das auf so eine Ego-Weise oder auf eine konstruktive Weise so, ne? Ich meine, es ist nicht verboten, wie sie das macht, aber das fuckt halt andere Leute ab, ne? Und du versuchst dich zu verbessern, du arbeitest an dir, du erzielst Resultate, du bist erfolgreich. Und allein das fuckt schon Menschen komplett ab, so, ne? Aber was willst du da machen? Sie könnte dich ja fragen, kannst du mir helfen? Ich möchte ja auch so erfolgreich sein wie du, aber das machen die Menschen ja dann ja nicht, ne? Muss ja dann immer von selber kommen oder weiß ich nicht. Die Resonanz im restlichen Freundeskreis wäre sehr motivierend und positiv für mich, was sie bemerkte. Ja, aber allein, dass sie das nicht gönnt, was ist das für eine, wofür hast du so eine Freundin? Ich weiß es nicht, ne? Sie begann dann auch mit dem Zeichnen, schickte mir ungefragt ihre Werke und verglich unsere Werke miteinander. Oh mein Gott, ey. Das Resultat, ihr Sohn findet meine Bilder komisch, ihre aber perfekt. Ja, aber ganz ehrlich, da kannst du eigentlich nur drüber lachen, feststellen, deine Konsequenzen rausziehen, schmunzeln, wie crazy, absolut fucking crazy die Welt so insgesamt ist. Und sagen, ja, okay, schön. Schön, dass du deinen Sohn auch noch mit reinziehst. So. Also wissen wir jetzt nicht, vielleicht fand das ja wirklich so. Aber und einfach sagen, okay, aber du, sorry, das entspricht nicht meinen, also würde ich jetzt an dem Punkt sagen, aber früher war ich da auch nicht, entspricht nicht meinen Freundschaftsstandards. Tut mir leid. Ist nicht die Art von Freundin, die ich haben möchte und du fällst da leider raus und ich würde sie aber nicht, machst ja sowieso nicht so einfach so, nicht mal bei ihr melden oder so, sondern ich würde dir das auch sagen, ne? Also geh aus deiner vielleicht vorhandenen tendenziellen Co-Abhängigkeit raus, mach die Klappe auf und sag, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht, ne? Und da kann man ja mal sehen, wie gut die Freundschaft ist, ne? Aber warum musst du mir das sagen? Sie musste dich irgendwie runterputzen und ich finde das so unfreundschaftlich, wie es nur sein kann. Mega toxisch, so, ne? Auch sagte sie mir voll willkürlich, dass ihr, recht junger Sohn mich nicht mag und sich über mich lustig macht. Oh. Also wir reden jetzt hier Grundschulalter, da machen die Kinder das, was die Eltern ihnen vorgeben. Wenn das überhaupt stimmt, also meine Lebenserfahrung ist, dass sowas häufig überhaupt nicht stimmt. Also dass sowas einfach so gesagt wird und Kinder mögen eigentlich die Freunde ihrer Eltern. So, warum auch nicht, ne? Und das ist schon sehr, also aus meiner Sicht, ein sehr toxisches Zeichen, wenn Menschen sagen, auch Partner, und die haben relativ junge Kinder und die sagen, du, die mögen dich einfach nicht, leider können wir uns nur einmal im Jahr treffen. Ja, werden auch häufig vorgeschoben und auch manchmal instrumentalisiert. Und selbst wenn es so ist, was ist das für eine ekelhafte Aussage, dir das zu sagen? Also wirklich. Und offensichtlich möchte sie sich über dich lustig machen und also ist mein Eindruck. Oh Mann, ey. So.
So, was mich sehr verletzte, da sie es so erzählte, als würde sie das belustigend finden. Ja, es ist fucking unempathisch des Grauens. Sorry, das ist einfach ekelhaft. Aber ich denke, sie merkt das gar nicht. Nur ist das die Art von Freundin, die du haben möchtest? Ich glaube nicht, ne? Da ich sie aber sehr mag und mir so natürlich auch wichtig ist, war das für eine Ohrfeige für mich. Ja, aber das ist genau die Sachen, die in diesen, meiner Ansicht nach, toxischen Beziehungen passieren, dass man ständig in die Fresse kriegt und verhöhnt wird, verlacht wird, manipuliert wird. Das ist einfach ekelhaft. Und klar, meine Erfahrung ist aber auch, dass Reden da nicht viel bringt. Und klar, man probiert es immer einmal, stellt dann fest, macht alles noch schlimmer und dann kann man nur weiterziehen. Hey, es gibt 8 Milliarden potenzielle, oder vielleicht nicht 8, aber 6 Milliarden potenzielle Freunde für dich auf der Welt, ne? Mein Gott, ey. Das ist auch, wie bei Beziehungen, darf man nicht so diese Fokus, also diese One-Nitties, wie das manchmal hier die Red Pillar und die ganzen Leute nennen, also dieses, dass wenn man nur so auf eine Person fokussiert ist, das darf man auch bei Freunden nicht haben. Du musst immer bereit sein zu gehen, ne? Immer sagen, sorry, meine Standards sind mir wichtiger als deine Drecksfreundschaft hier. Braucht kein Mensch und natürlich nicht in Wut oder so, sondern man kann ja für sich selber wütend sein, aber lässt man nicht aus und sagt, ja, einfach, nö, es soll so nicht, ne? Weil das ist schon, sie findet einfach keine Grenze bei dir, sie sucht die Grenze, deine Freundin. Und natürlich würde ich ein Gespräch mit ihr führen. Keine Frage, und du machst sowieso, was du willst. Aber das ist meiner Ansicht nach, das ist ein typischer Fall von toxischer Freundschaft, finde ich. Genau. Wenn ich es anspreche, ja, und sie darum bitte, ihren Sohn nicht mehr zum Thema zu machen, nee, du solltest ihr sagen, ich möchte nicht, dass du so scheiße mit mir redest. Möchte ich nicht. Was soll das? Irgendwie dein Sohn mag mich nicht. Wieso? Findest du das lustig? Also leg den Finger in die Wunde. So, das ist eine super Übung, so für alle Pluspole. Ganz ruhig, Fakten, 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 ne, dass nicht wieder alles verdreht wird. Ich finde nicht gut, dass du das gemacht hast. Ich finde, du schneidest ganz schön auf. Fällt mir manchmal auch noch schwer heute, aber müssen wir alle dran arbeiten, so, ne? Oder man sagt einfach, oder man weiß einfach aus Lebenserfahrung, es hat eh keinen Sinn und lässt es einfach los. Kann man auch machen. Naja. Also, als du dich darum gebeten hast, so war das gar nicht gemeint. Du verstehst immer alles falsch, bist echt so sensibel. Es kommt dann immer. So, ich schlag dir links und rechts in die Fresse. Bam, bam, bam. Und dann sagst du, aua, kannst du bitte aufhören, mich zu schlagen? Ey, du bist so fucking sensibel. Was bist du für ein Sensibelchen? Aber es wird noch besser. Ich will dir doch nur helfen, das kommt bestimmt von deiner Kindheit. Also sagt die Freundin, nicht die Schreimeldschreiber bei dir. Oh Gott, das ist echt Gaslighting des Grauens. Sorry, das ist richtig crazy making. Crazy making in the process, wirklich. Da kann man nur drüber lachen. Ich kann über sowas immer noch lachen, weil es ist nicht nur die Welt ist einfach in vielen Punkten völlig crazy. War sie wahrscheinlich schon immer, vielleicht fällt es einem nur jetzt auf. Aber manchmal frage ich mich schon, ob Sachen nicht doch, eigentlich wehre ich mich immer ein bisschen dagegen, manchmal frage ich mich schon, ob das nicht alles doch schlimmer wird gerade, weil ich kann mich an solche Drecksfreundschaften früher nicht erinnern. Oder ich habe es selber nicht gemerkt, weil ich selber noch in meinem Film war. Das kann auch sein. Ah. Dann darf ich mir einen ellenlangen Text durchlesen, wo sie mich und meine Kindheit analysiert. Ja, sie macht aber genau das zu viel, was du zu wenig machst. Also wenn du jetzt mal überlegst, was will das Universum mir sagen mit dieser Freundin? Dann, dass du Menschen mehr kritisieren darfst und solltest, dass du vielleicht mal Menschen hinweisen solltest auf ihre Fehler oder denen mal vielleicht, ich halte auch nicht so viel von, aber vielleicht solltest du mal Menschen ein Buch in die Hand drücken, vielleicht solltest du mehr Grenzen setzen und so funktioniert, glaube ich, die Welt, dass sie uns mit solchen Partnern oder Freunden
zeigt, was wir zu wenig machen, so damit wir in Ausgleich kommen. Ne? Aber die ballert sie aber richtig rein hier, ne? Muss ich schon echt sagen. Würde ich, also die große Frage ist aber, warum ziehst du dir das rein? Ne? Weil, wenn man ganz ehrlich ist, du weißt doch, dass das scheiße ist, dass das einfach eine fucking Drecksfreundschaft ist. Also wie du es hier darstellst, hier aber auch nichts Positives. Du weißt es und mal ehrlich, wir wissen es doch alle. Ich habe es früher gewusst und habe meinen Coach vielleicht damals gebraucht, der dann sagt, ey, komm, das ist so total toxisch, warum machst du das? Da kommt nie was bei raus. Aber eigentlich weiß man es doch. Ich habe es damals gewusst, meine Klienten wissen es eigentlich, nutzen ihre Sessions, einfach nur eine Bestätigung zu kriegen, so sind wir, aber eigentlich weißt du es doch auch. Mal ganz ehrlich. Ne? So, ihre langen Texte und Sprachnachrichten ignoriere ich mittlerweile nur noch, was ja auch kein gutes Zeichen ist, oder? Nee, aber ist genau richtig. Ich finde auch gut, dass du, wie soll ich mal sagen, ich glaube, es wäre gut, du würdest mehr sagen, was du denkst, deine eigene Wahrheit sprechen. Was ich gut finde, ist, dass du nicht in Schmerzkörper gehst und selber so austeilst. Das finde ich gut. Ich habe mich nun seit einigen Monaten komplett zurückgezogen und stelle fest, dass mir die Kontaktpause sehr gut tut. Was will dir das sagen? Vielleicht das Gleiche wie mit deinem Freund, weil diese Muster ziehen sich häufig durchs ganze Leben, ne? Ja, doch sobald sie wieder meldet, ist der Konflikt immer wieder da. Sind wir überhaupt noch Freundinnen? Ja, ich glaube, das kannst du dir selber beantworten. Will ich das überhaupt noch? Das kannst du, glaube ich, auch selber beantworten. Tut es mir überhaupt gut oder bin ich das Problem? Also, du hast nicht zu verantworten, dass sie sich so verhält, ne? Aber du hast natürlich zu verantworten, wie viel sie in deinem Leben ist oder nicht. Das musst du entscheiden, ne? Bin ich vielleicht zu hart? Nee, du bist definitiv zu weich. Noch, also ich lese aus deiner Mail, dass du härter geworden bist. Aber das sage ich zu fast allen meinen Klienten. Ihr seid, war ich früher auch, vielleicht bin ich das auch immer noch, zu weich. Zu weich, zu weich, zu weich. Ne. An der falschen Stelle, an der richtigen Stelle darf man ja ruhig weich sein, wo es wirklich, wo man willkommen ist. Ne, darf man auch seine Mauern mal runterfahren, aber naja. Bin ich zu sensibel? Nee, bestimmt nicht. Könnte noch viel mehr schreiben, doch das würde den Rahmen der Mail sprengen. Ich habe alles, was mich stört oder verletzt, mal aufgeschrieben. Es kamen 6 Blätter raus. Mal ehrlich, fällt dir auch selber auf, ne? Wenn du die Mail mal liest hier. Fakt, ich bin verletzt, genervt und habe starke Zweifel, was unsere Freundschaft betrifft. Doch ich weiß nicht, ob unsere Freundschaft in den letzten 3 Jahren wirklich giftig geworden ist. Es ist ja häufig so, wenn Pluspole, Ex-Co-Abhängige ihr Leben verändern, kriegen sie immer mehr Probleme statt weniger. Warum? Weil du nicht mehr die Türmatte bist, auf die alle ihre Füße abtreten. Du bist es nicht mehr. Du springst auf diesen Scheiß nicht mehr an. Du sagst nicht, oh, du bist so hyperintelligent, oh, bist du toll, sondern du grinst dir ein oder denkst, Alter, was ist mit der los irgendwie? Du spielst einfach nicht mehr mit und das nervt das Ego von den anderen Menschen. Ich will jetzt gar nicht mal sehen, dass es die Menschen nervt, das nervt das Ego von den anderen Menschen. Und dann werden sie sauer, weil sie nicht mehr dich dafür nutzen können, was sie gern machen würden. Ich meine, wir alle müssen natürlich bei uns gucken, wir alle nutzen auch Menschen, aber du musst es ja nicht mitmachen. So, du kannst es als Botschaft vom Universum nehmen und fertig, ne? Und es kann sein, dass sie giftiger geworden ist. Entweder weil du es mehr siehst oder sie hat sich wirklich verändert, häufig nimmt das ja auch zu, oder du bist nicht mehr die Türmatte und deswegen nervt sie das, ne? Ich möchte keine sehr langjährige Freundschaft beenden, nur weil ich eventuell gerade so sensibel bin. Also das entscheidest ja vor allen Dingen du, aber mal ganz ehrlich, ihr könnt ja auch gerne mal kommentieren hier, die ihr das hört. Also meine Lehre ist, Menschen, die einen konsequent scheiße behandeln, haben keinen Platz. Also in meinem Leben zumindest nicht. Klar, ich bei Freunden oder gerade langjährigen Freunden wäre ich da auch vorsichtig, absolut, ne? Und natürlich hinterlässt das eine Lücke, aber wir wissen ja, das Universum füllt gerne Lücken auf. Und das ist der Liebeschiff-Weg und der ist manchmal scheiße, weil du siehst, boah, ey, sind einfach, ich bin von fucking Egozentrikern umgeben. Aber wenn man mal verstanden hat, dass mit einem selber ja auch irgendwas nicht stimmt, dass man sich das immer reingezogen hat und keine Grenzen gesetzt hat, kann man auch seinen Frieden damit machen und eine entsprechende Entscheidung treffen. Und das ist Weiterentwicklung, ne?
Nun ja, ich würde mich sehr auf ein Video von dir freuen, bin gespannt auf deine wertvolle Meinung und auch auf die Meinung deiner Community. Also schreibt ordentlich, hinterlasst mir Abo, unterstützt meinen Kanal gerne mit einer Kanalmitgliedschaft oder einem Thanks. Natürlich unterstützt ihr mich auch, wenn ihr Kurse kauft, aber ihr sollt nicht Kurse kaufen, um mich zu unterstützen, sondern weil ihr sie haben wollt. Ist ja logisch, weil sie euch weiterhelfen. Aber freue mich generell über eure Unterstützung, kann man ja auch mal sagen. Und freue mich, wenn wir uns sehen in Essen. 15. Oktober, hol dir noch ein Ticket. Ciao.